Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir, meine Lieben, spielen The Park. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ich werde mal die Settings nochmal. Machen alles mal ein bisschen runter. Ja. Das Spiel ist auf Englisch, wie ihr seht. Ja, The Park ist ein Horrorspiel. Auf der PlayStation 4 spiele ich das. Und ich würde sagen, ja, gucken wir einfach rein, oder? Wie ihr hört, haben mich die Bazillen wieder. Haben mich die Bazillen wieder befallen, aber es geht einigermaßen, also. Ja, wir sollen in einem dunklen Raum spielen mit Kopfhörer auf. Ja, kann verstörend auf manche Spieler wirken. Oh, der Park kann Graphics, Control Settings, also die Einstellung von den Controls. Und unsere Sanity, also unseren Verstand, manipulieren. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Das ist doch wieder nichts für mich. Aber wir brauchen mal wieder ein paar Jumpscares. Funcom Presents. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Wartet mal, haben wir keine Untertitel? Ich brauche Untertitel. Wir haben kein. Ach doch, Enable Subtitles. Moment. Enable Motion Blur? Was ist das? Ich lasse das lieber, weil. Nicht, dass ich mich hinterher in irgendwas reinreite. Was gar nicht gut ist. So. Where's Mr. Bear? Ach, wo ist Mr. I Bär? haven't seen Mr. Bear, Callum. Okay, Mr. Bear ist weg und sie nennt ihr Kind einfach mal Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Okay, er soll also im Auto bleiben und wir. Oh, wir können uns schon bewegen. So, mal gucken. Slide mal ein bisschen, Mädchen. Ja. Das ist also Callum. Unser. Oh Gott, das ist ein bisschen. Das ist Callum. So, und wir gehen jetzt zur Information und fragen mal, ob da einer Mr. Bear gesehen hat. Kannst du rennen, Mädel? Kann sie nicht. Also wir schreiten Richtung Information. Okay, der Park ist also jetzt zu. Warum ist jetzt die Info hinter mir? Die ist. Ach so, ja. Na, weil ich mich umgedreht habe, ich Dussel. Wo ist denn unser Auto? Ich muss mal gucken. Nicht, dass Callum irgendwie auf irgendwelche Ideen kommt. Ihr wisst, wie Kinder sind. So. Es ist ganz schön, also man dreht sich schon extrem schnell. Ah, X zum. Ja, wir examinieren erstmal die Platte. Mr. Bear ist einfach gerade egal. Drückst du? Okay. Da steht einfach nichts weiter. Was denn jetzt? Ach, Mädchen. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Also, sie soll sich nicht aufregen, tief einatmen und drüber nachdenken, wo der Teddybär das letzte Mal war. Jetzt ist Callum natürlich wieder im Park gerannt. Das Arschloch. Ah, jetzt. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay, Callum ist also gerne hier. Callum. Können wir eigentlich auch in den Mülleimer gucken? Ich weiß, unser Kind ist gerade weggerannt, aber das ist mir gerade egal. Ich muss da ganz kurz in den Mülleimer gucken. Nee, ist nichts. So, der Parkwächter hier, der macht jetzt für uns also die Türen nochmal auf, dass wir nochmal reingehen können.
Wait up there for Mommy Callum. Ah, wir können. Wir können nach Callum also. Welcome to the park. Wir können also nach Callum rufen. Ah. Atlantic Island Park. Der sieht ja gruselig aus. Okay, also wir können nach Callum rufen. Da ist er doch. Callum, I told you to wait in the car. Ja. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Ja, es ist alles wohl nicht so schön bei denen und sie wundert sich gar nicht, dass Callum wieder zurückgelaufen ist, weil dieser Park halt. Oh Gott, ich drehe mich mal kurz um. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Hilfe! Hallo? Wow. Oh. Scheiße. Das geht schon gut los. Scheiße, Callum, ey. Naja. Und. Oh Gott. The park. Ja. Was ist hier passiert? Ja. Ja, das frage ich mich auch gerade. Mädchen, da bist du nicht allein. So, wir rufen jetzt mal kurz nach Callum. Stop, Callum! Na, jetzt antwortet er schon gar nicht mehr. Ah, L3 zum Rennen. Na super, wir können rennen. Jetzt können wir endlich rennen. Aber ich will mich hier auch umgucken. Ich muss ja schließlich... Vielleicht findet man ja hier auch irgendwas. Ich werde, wie ihr es gerade vielleicht schon gemerkt habt, ich werde die Leute ausreden lassen und euch dann sagen, was die gesagt haben. Wenn ich jetzt alles Wort für Wort übersetzen muss, wird das ein bisschen schwer für mich. Hallo? Ich muss mich auch darauf konzentrieren und dann ist die Erkältung. Halt die Schnauze! Alter, du wirst sehen, wie ich dich fangen kann, Callum. Das wirst du so sehen. Wie du das einfach mal sehen wirst. Und dann kriegst du erstmal den Hintern vor. Steht da jemand? Steht da einer? Nö. Okay. Gut, also Callum ist jetzt. Das Blöde ist, ich weiß auch gar nicht, wo man jetzt hier genau hingeht, ne? Also, wo wir jetzt als erstes hingehen. Callum, come back here right now. Ja, aber sofort. This way. Von wo kam das? Kam das von hier? Wir gucken erstmal. Aha. Bumper Cars vor allen Dingen. Das sind, Bumper Cars sind... Was? Ich habe Mr. Bear gefunden. Oder etwas, das so aussieht wie Mr. Bear. Mr. Bear 2.0? Hm. Okay, wir gehen... Also hier kann er nicht gerufen haben, ne? Oh, es speichert. Hier kann er nicht gerufen haben, hier ist das Tor zu. Gut. Oh, ey, ich hasse das, wenn Kinder nicht hören und... Den findet man ja hier auch so super gut, ne? In dem Scheißpark hier, ey. Der darf abwaschen. Zu Hause ohne Ende, ey. Strafabwaschen. Oh, das sieht... Oh, will ich da rein? Nein, will ich nicht. Liegt hier was? Ich muss immer die Steine, das sieht alles aus, als könnte man es nehmen. Ja, ich habe das gehört. Oh, was ist... Oh, das sieht echt gemein aus, ne, das Ding. Ich weiß gar nicht, sollen wir da direkt rein oder lieber nicht? Oh, Leute, es ist... Oh, das ist ekelhaft. Was ist denn das hier? Ach so, das ist eine Schraube bloß. Ich habe gedacht, oh, ich möchte hier gar nicht... Also hier in der Nähe ist ihre Sanity komplett im Arsch, ne? Also ihr Verstand.
Gehen wir da rein? Ich guck mal kurz auf die Uhr. Gehen wir da rein? Oh nee, ich gehe da. Wartet. Ich rufe nochmal Callum. Come out, sweetie. Over here, das kam doch aber von da. Callum, bist du's? Nein. Oh, Leute, es ist echt a little bit abartig hier. Ich werde übrigens dem... Saved schon wieder? Ich hätte in das Hexenhaus gemusst, oder? Also in dieses... Das ist das Hexenhaus, oder nicht? Naja. Oh, deine Sanity ist schon wieder fett im Arsch, Mädchen. Das war mein Kater, der mir zusätzlich noch... Was ist das? Warum sieht hier jeder Strauch aus, als würde er mich gleich angreifen? Ich spiele zu viel Call of Duty. Da gibt es Sträuche, die einen angreifen. Moment. Wir gehen doch in das Hexenhaus. Ich habe mich gerade umentschieden. Weil hier hinten ist jetzt nichts. Und bevor ich irgendwas verpasse, hier vorne. Da liegt doch was, oder nicht? Liegt da was? Ach nee, das ist eine... Ach. Ich will gar nicht rein, ne? Aber ich muss... Was? Was? Ach so, das sind diese Scheinwerfer, okay. Ich bin doch schon... Too dark. Ach so. I'm not going in there without a flashlight. Ach so, du gehst... Oh, Mädchen. Okay, also wir gehen da nicht rein ohne Taschenlampe. Das ist eine sehr gute Idee. Ich mag dich einfach mal, Lorraine. Lorraine weiß, dass Licht gut ist. Und Licht einfach mal nur geil ist. So. Na, Lorraine. Bisschen den Popo bewegen hier. Wir rufen nochmal Callum. Callum, where are you? Catch me, Mommy. Catch me, Mommy. Ja. Und wenn ich dich gecatcht habe, mein Freund, dann gibt's erstmal... Hoho. Dann ziehe ich dir den Hosen... Examine Schuh? Hallo? Schuh? I think this belongs to Callum. Scheiße, okay, das ist Callums Schuh. Callum hat Schuhgröße 45. So wie das hier aussieht. Oh, wir haben den im Inventar jetzt. Das ist ja krass. Oh, hi, wer bist du? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Ich hätte gerne Chad the Chipmunk. Chad the Chipmunk welcomes you to Atlantic Island Park. Okay, also Chad ist so ein Typ im Anzug, den man treffen kann, Fotos machen, was weiß ich. Chad the Chipmunk was in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slob. Okay, also Chad the Chipmunk war der Schlechteste in der Klasse und ist halt nicht durchgekommen, hat keinen Abschluss. Dann ist er wütend geworden und hat sich halt öfter in Kloppereien verfangen. Dann wurde er jede Nacht geschlagen. Dann wird er einen aussichtslosen Job kriegen und irgendwann sterben. Okay. Shit, das Chipmunk. Naja, gut. Also irgendwann als nutzloses... Was? 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 Ich finde das gerade gar nicht klasse hier, ne? Das ist so... Ne, das ist wieder ein Scheinwerfer. Ich... Entschuldigen Sie, wo sind hier die Toiletten? Das war mein Hund. Larabiata macht sich gerade ein. Nein, alles gut. Ist... Was? Was denn? Oh, Herrn schreibt eine Note? Okay. I wonder what this is. Oh, ich kann es gar nicht lesen. Alter, hört ihr das? Ich lass das mal. Ich kann's echt nicht lesen, ne? Was? Also, ich weiß nicht, wenn ihr es lesen könnt, sagt mir gerne, was es ist. Ich habe auch überlegt, ob ich The Park vielleicht nochmal streamen soll.
für alle, die jetzt keine Lust haben, sich das Let's Play anzugucken, wo ich hier alleine... Wer Bock hat, mit mir... Was? Oh, wieso sehen denn alle Sträucher hier aus wie Typen, ey? Das sieht doch ja nicht. Ich bin zu nervös geworden, wirklich zu nervös. Aber wir haben jetzt lang... Hier bewegt sich was. Hallo? Kerle? Hinter mir läuft doch was. Come on, Mommy. Was? Wo ist denn das? Das Blag. Callum, stay where you are. Callum ist in so einem Schiff, ne? Ist der dumm? Oh. Ja, Callum ist in einem Schiff. Aber ich wollte hier eigentlich erst noch hochgehen. Ne? Ich glaube, wir müssen dann aber erst in das Schiff rein. Also hier in so einem... Oh, Callum, Alter, wenn du nach Hause kommst, ne? Du kriegst dermaßen... dein Arsch hat dermaßen Kirmes. Okay. Dann reiten wir mal den Swan. Müssen wir lenken? Nö. Aber wir können uns umgucken. Das ist gut. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier so abgeht. Oh, nicer, dicer. Irgendwie... Oh, ich habe mir das angewöhnt. Das sagt... Oh. Irgendwie in meiner Umgebung sagt das jeder. Und ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Ich will das eigentlich gar nicht. Aber... Oh, okay. Huch! Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. Ja. A boy named Hänsel und Gretel, genau, das ist aber schön. Ich guck mir ihr Märchen an, das ist doch mal ein entspanntes Horrorspiel. Okay, sie hatten also nichts zu essen, das ist normal, ne? What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Father of the year. Oh, yeah. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut. And gathered white stones from the ground to fill his pockets. Ah, das ist die gekürzte Version. Da haben sie die Steine gleich geholt. Muss ich aussteigen hier? The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Ach man. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Oh, 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 oh! Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Oh, fuck. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried Ach nee, die waren wieder da. Okay. Stones, ich hatte mich jetzt falsch erinnert. Okay, also jetzt bringt die Stiefmutter... Wie gesagt, die Geschichte von Hänsel und Gretel kennt, glaube ich, jeder. Da brauche ich jetzt nicht allzu viel... übersetzen. Oh, es bewegt sich alles, ne? Left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Okay. Ja, die haben die Brotkrumen gefressen und nun and unable to find the trail home. The children wandered in the forest for 3 days. 3 Tage waren sie unterwegs im Wald. Hänsel und Gretel haben sich verlaufen. Wir machen den Part noch, bis wir draußen sind. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Ja, sie kamen an ein komisches Haus. Its walls were made of gingerbread,
and its windows were panes of clear sugar. Gingerbread Ansel, ist, glaube ich, Lebkuchen, oder? Ran forward and began to nibble on the walls. Und haben der Hexe das Haus unterm Arsch weggefressen. Da ist sie. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Cloudy Eyes. Cloudy Eyes ist, glaube ich, so verschwommen, verwaschene Augen. Just come in and stay with me. No harm will come to you. Nein, dir euch passiert nichts. Ist okay. Kann ich Callum eigentlich auch jetzt rufen? Ja, kann ich. Come, children, don't be afraid. I have something for you. Okay. The old woman offered them two enormous lollipops. Oh. The children took them and began to eat. Zwei große Lollipops haben sie gekriegt. Nothing to fear here. Come inside. Die Hexe ist Britin. The old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Mag ja britisch, Englisch, ne? Ist ja echt geil. Okay, wie geht's weiter? Ah! Mich! Once inside mich! The old woman okay, also Hänsel kommt jetzt in den Käfig. And put Gretel to work, sweeping, Gretel war Gretel. Your brother will your make slave. A good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Also wenn er dick genug ist, wird sie ihn fressen. Time passed and poor Hansel refused to eat. Fearing the day that the witch would eat him. Ja. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Oh mein Gott. Climb inside and light the oven. Okay, also jetzt soll sie den Ofen, jetzt gucken wir mal wieder hin. Jetzt kommt der spannende Part. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. Dann haben sie die Hexe in den Ofen geschubst. Bis sie gekocht war. Oh, wir sind gleich fertig. Aha. Und dann haben sie die Hexe gefressen. Oh Gott! Okay, die haben also dann die alte Hexe gefressen, weil Kinder nicht nur von Süßem leben können. Ja, was da... Was sage ich dazu? Da kann man jetzt echt nichts zu sagen. Oh. Ii! Oh, der hat. Alter. Der hat mich angeguckt, der scheiß Schwan. Ist das Callum? Callum? Oder sind das Pfosten? Nee, das sind Pfosten. Ich dachte, das ist Callum. Thought it was. Kann ich jetzt vom Schwan wieder runter? Mir ist schlecht. Darf ich? Ah. Wow. Swans Gingerbread and Chocolate. Okay. Gut, wir sind jetzt wieder unten vom Schwan. Nee, ich reite den Schwan nicht nochmal. Ihr könnt mich mal. Ja. Wir haben immer noch keine Taschenlampe. Ich gehe jetzt... Na, was ist denn hier los? Was ist denn los mit dir? Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Oh. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry. Looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away.
Hunger leads people to desperate, terrible places, where the tree branches reach like claws. Okay, also sie sagte gerade, Hänsel und Gretel hat sie Callum immer vorgelesen, wenn die, wenn der Strom nicht an war. Also die hatten wohl oft keinen Strom. Und sie hat sich immer vorgestellt, dass sie und Callum halt die Kinder aus der Story sind. Hänsel und Gretel, also nicht Mutter und Sohn, sondern Bruder und Schwester. Und die hatten wohl auch oft wenig zu essen. Und ja, haben halt immer nach irgendwas gesucht, was den Schmerz so ein bisschen lindert, ne? Und jetzt, ja, hat es sie im Endeffekt dahin geführt, wo die Zweige aussehen, die Zweige der Bäume aussehen wie Klauen. Ja, geht ja schon gut los. Sehr unschöne Geschichte bis jetzt, aber mir gefällt's. Es ist sehr düster. Es ist wirklich. Ich bin echt gespannt, ob wir jetzt hier alles im Amusement Park machen müssen. Den Schwan sind wir jetzt geritten. Ich möchte den Part hiermit dann auch beenden. Und hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt dieses Spiel auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr mögt, lasst doch einfach mal einen Daumen da oder einen Kommentar. Oder ja, falls euch meine Videos gefallen, könnt ihr auch gerne mal auf den Abo-Knopf drücken. Oder einfach auch nur mal so auf den Abo-Knopf drücken, um zu gucken, ob er noch funktioniert. Das war der erste Part von The Park. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann.